So, willkommen zu der neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Und ihr werdet es nicht glauben, aber es hört nicht auf. Jeden Tag, egal wenn du einkaufen gehst, immer wieder siehst du neue Pizza. Und du willst ja nicht jede Pizza der Welt testen, obwohl du gerne Pizza isst. Vieles lässt du liegen, denn wenn die 10.000. Margarita-Sorte von irgendeinem Dödel rausgekommen ist, sagst du, brauche ich nicht. Was ich aber brauche, sind besondere Sorten oder Teile, die zufälligerweise genau zu meinem momentanen Lebenspunkt passen. Ich habe mit Pupsi letztens nämlich angefangen, Stranger Things zu gucken. Das ist eine wohl sehr bekannte, beliebte Netflix-Serie, die mittlerweile, glaube ich, 4 Staffeln hat. Ich weiß nicht, ob es noch mal mehr gibt. Wir sind jetzt gerade in Staffel 2 drin. Und auf einmal sieht sie im Prospekt, guck mal in der Werbung, Stranger Things Pizza. Das war richtig genial. Haben wir geguckt. Es gibt 2 verschiedene momentan. Es gibt die Pizzatainment Stranger Things Surfer Boy Pizza Mac and Cheese und es gibt die Crispy Bacon Jalapeno. Ich möchte aber erst mit der normalen, chilligen Mac and Cheese anfangen. Die Crispy Bacon Jalapeno kriegt ein extra Video. Jetzt verstehe ich das Ganze sowieso nicht, weil was hat Stranger Things mit Surfer Boy Pizza zu tun? Wie gesagt, wir sind in der 2. Staffel. Ich kann mir nur denken, dass vielleicht in der 3. oder in der 4. Staffel es um eine Restaurantkette geht oder um einen Lieferdienst, wo irgendwas ist und dass das eben eine bekannte Pizza, ein Pizzalokal oder so aus der Serie Stranger Things ist. Wenn ihr Stranger Things kennt, dann schreibt es mir in die Kommentare, was es damit auf sich hat. Ansonsten erinnert mich das Design hier an die Capital Bra Pizza. Oder an irgendwas anderes, was wir letztens hatten. Ich glaube, die Baba Haft Pizza Dings. Das ist auch alles irgendwie so. Immer dieses Muster hier drumrum. Hier unten steht Netflix. Das war bei den anderen nicht drauf. Dann ist es natürlich von Pizzatainment, wo auch die Ninja Turtles Pizzen herkamen. Wo auch die Wario und Luigi oder die Mario und Waluigi Pizzen herkamen. Das ganze Zeug, wo jetzt glaube ich auch Batman Pizza und Joker Pizza, aber die habe ich noch nicht gesehen. Weiß ich aber, dass es die wohl jetzt auch schon gibt. Und das ist eben die Stranger Things Surfer Boy Pizza. Das ist der Surfer Boy mit langen Haaren, mit seinem Hawaii ein Kettchen, dicken Muskeln, kurze Hose und der surft hier auf dieser Pizza rum, Mac and Cheese. Wenn wir es mal rumdrehen, wie bei jedem Pizzatainment, gibt es auch immer was zu gewinnen. Hier könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr mitmacht, gewinnen ein T-Shirt, ein Anstecker, dass ihr Mitarbeiter seid in dem Surferboy-Laden, ein Sticker-Set, ein Stoffbeutel und eine U211 Sammelfigur. Dann ist ein Bild von der Pizza hier drauf, die sieht auf jeden Fall sehr gut aus, richtig dicke Hörnchen, Nudeln. Und ansonsten Pizza mit Nudeln, Cheddar, Gouda, Emmentaler und Röstzwiebeln. Also viel Käse drauf, aber auch Nudeln und natürlich Röstzwiebeln. Ich mache die jetzt auf, Rest interessiert mich jetzt nicht. Gewinnen möchte ich auch nicht. Die packen wir als erstes in den Ofen. Und den ganzen Text, alles was ich jetzt gesagt habe, müsste ich ja dann bei der 2. Pizza auch nochmal machen. Ah, jetzt mach doch nicht den Karton kaputt. So, einmal raus, einmal aufmachen, hier diese Folie abziehen, dann guckt ihr hier rein, dann seht ihr, wie die ausschaut. Überall Käse, ganz viel Käse. Ich glaube, die Ninja Turtles Pizza mit Käse oder die Mario Pizza mit Käse waren okay. Aber bräuchte ich nicht nochmal, weil ich schon bessere Käsepizzen gesehen habe. Hier sind aber Röstzwiebeln noch mit drauf und hier ist Mac drauf, also hier sind Nudeln mit drauf. Seht ihr das? Die kleinen Hörnchen, die kommt jetzt in den Ofen und dann mal gucken, wie die aussieht, wenn die fertig ist. So, die Pizza ist jetzt fertig. Das ist die Mac and Cheese Pizza. Guckt die euch an. So sieht die aus. Für das Thumbnail müssen wir aber den Karton noch reinhalten. Mac and Cheese Pizza von Stranger Things. Ich muss sagen, auf dem Bild sieht die aber wieder total besser aus, weil das sieht richtig nudelig und cheesig aus. Und hier, ja, da ist relativ wenig Käse, weil du hast überall rote Stellen, wo einfach nur die Grundierung, das Tomatige durchkommt und der Rest irgendwie, ja, wurde halt gespart. Oder ist alles verrutscht. Oder ich habe es vorher schon runtergegessen. Das weiß man jetzt nicht genau. Jetzt nehmen wir mal ein Stück von hier drüben. Ihr seht, es biegt sich noch. So mag ich das. Wie ihr das mögt, das müsst ihr wissen. Ich beiße jetzt mal hier vorne rein, weil da
sind schön die Macs. Ja? Der Vince McMahon und der Shane McMahon, alles sind da vorne drauf. Okay, ist erst ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Beim ersten Abbeißen denkst du irgendwie, du beißt in eine Samyang-Nudel-Pizza. Ich mache mir ja manchmal zum Beispiel eine Salami-Pizza, mache mir ein Päckchen Samyang Bulldog zurecht, Cheese oder so, pack das auf die Pizza, roll die zusammen, beiß rein. Also dieser Pizzageschmack zusammen mit dem Samyang-Geschmack, das Nudelige, was durchkommt, das ist wie hier, nur ohne scharf, weil Samyang Bulldog, Soße, scharf, alles brutal. Hier merkst du schön, Nudeln auf Pizza, das ist was, das kennst du, das kenn ich, meine ich. Dann habe ich eine Käsenote hinterher, dann habe ich was Zwiebeliges. Da stand zwar Röstzwiebeln, denke ich, ja, sind diese getrockneten Dinger, die so rumknuspern alles. Das ist jetzt hier nicht so, also da sind Zwiebelstreifen drauf, die einen schönen Röstzwiebelgeschmack haben, aber eben nicht so hart und knubberig sind, sondern sich schön dem Rest fügen, dass du das abbeißt und hast eigentlich ein richtig gutes Geschmackserlebnis. Vom Teig weiß ich nicht, muss ich erstmal vorne reinbeißen, hinten reinbeißen, mir mal ein bisschen den Rest noch hier angucken. Man kann es auch schön so auseinanderziehen, guck dir das an. Ist das jetzt mal hier fertig? Also ich glaube, zum aktuellen Stand ist das die beste Pizza, die Pizzatainment bis jetzt hervorgebracht hat. Du denkst halt wirklich, du isst so eine Käsespätzle-Pfanne, aber du hast auch das leichte, fruchtige von der Tomatensoße, was dann noch durchkommt. Der Boden ist okay, der ist ein bisschen mehlig, der ist aber knusprig, der ist auch soft. Also insgesamt, so muss ich sagen, hat das echt einen super genialen Geschmack. Jetzt möchte ich das Ganze natürlich noch mit Tabasco testen. Wir nehmen uns jetzt einfach mal den Fetzen hier, den ich abgerissen habe, von dem einen Stück. Da die andere ja mit Ananas ist und Pupsi die nicht essen kann, kann ich ja zwei Stück davon Pupsi noch geben und ein Stück Marie geben mal zum Probieren. Machen wir jetzt aber erstmal Tabasco hier drauf, weil ich muss ja jetzt gleich noch die andere mir holen und machen und essen. Und dann habe ich nicht so viel, also ich esse ja nicht zwei Pizzen an einem Tag, auch wenn ich so aussehe. Also, Tabasco ist am Start. Tabasco macht es natürlich nochmal richtig würzig, aber ich muss auch ganz ehrlicherweise dazu sagen, ich finde, das Tabasco passt hier drauf jetzt nicht so. Normal sage ich, Pizza und Tabasco gehen immer, aber ich finde am besten auf Salami, auf irgendwas herzhaft, meinetwegen auch noch Schinken, aber die, wo wirklich nur Käse und Nudeln drauf sind, da brauchst du das Tabasco nicht. Versuch wirklich diesen Käse-Nudel-Geschmack so zu genießen, wie er ist. Mach dir das Tabasco auf irgendwelche herzhaften oder eh schon scharfen Pizzen, um die noch schärfer zu machen. Oder wo du eben noch so eine Essigschärfe, Weinbrand mit dabei haben möchtest. Also Daumen hoch für die Pizza, finde ich gut. Würde ich mir auch nochmal kaufen. Bin mal gespannt, ob es die noch gibt. Habt ihr die gesehen? Habt ihr die getestet? Habt ihr die probiert? Die Stranger Things Surfer Boy Pizza, Mac and Cheese, was ganz Besonderes. Finde ich gut. Kriegt mein Siegel. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.